Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, liebe Zuschauer im Saal und auf YouTube. Wir debattieren heute wieder einmal einen dieser hysterischen Endzeitanträge der Grünen. Hysterisch ist der Antrag deshalb, weil er schon in den ersten Zeilen den Weltuntergang wegen irgendwas mit Klima an die Wand malt. Was wollen die Grünen machen? Kurz und knackig, sie wollen die Digitalisierung an die Kette legen. Der Antrag ist astreine Planwirtschaft, der uns zurück in die Steinzeit führen wird. Die Grünen offenbaren damit, dass sie nichts anderes sind als stramme Kommunisten, die die ganze Welt und die gesamte Wirtschaft unter ihre Peitsche bringen wollen. Liebe Zuschauer bei YouTube, wissen Sie, was die Grünen sich jetzt schon wieder ausgedacht haben? Die finden doch tatsächlich, dass Streamingdienste wie Netflix und Amazon Prime viel zu viel Strom verbrauchen. Das ist natürlich irgendwie ganz böse, weil das auch irgendwie viel CO2 produziert. Und wissen Sie, was die Lösung sein soll? Die Lösung ist, ich zitiere, Anreizstrukturen wie Preise, die die ökologische Wahrheit ausdrücken, zu erschaffen. Das bedeutet im Klartext höhere Preise und einen Klimaaufschlag für Netflix und Amazon. Und das alles soll passieren, und da können Sie jetzt so viel brüllen, wie Sie wollen, weil Sie einem Märchen hinterherlaufen, dem Märchen des menschgemachten Klimawandels. Sämtliche Parteien gehen davon aus, dass wir CO2 reduzieren müssen, weil sonst die Welt untergeht. Dabei basieren alle ihre Maßnahmen auf mathematischen Modellen, die die meisten von Ihnen hier gar nicht verstehen. Was diese Modelle angeht, ist es schlicht und einfach so, dass all ihre Klimaberechnungen falsch sind. Einer der Säulenheiligen dieses Klimaglaubens, Herr Professor Marotzke, musste in einem Interview 2018 im Spiegel einräumen, dass die Modelle, die den erlaubten CO2-Ausstoß berechnet hatten, alle falsch waren. In dem Interview gab er an, dass die bisherigen Modelle sich um 500 Gigatonnen beim erlaubten CO2-Budget verrechnet hatten. Diese 500 Gigatonnen, die wir nach Herrn Marotzke noch frei haben, entsprechen dem CO2-Ausstoß Deutschlands über einen Zeitraum von 555 Jahren. Anders formuliert, es gibt neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, die nahelegen, dass wir in den nächsten 555 Jahren auf die Grünen im Bundestag verzichten können. Was war passiert? Die heiligen Klimawissenschaftler hatten bei ihren Berechnungen vergessen, dass Wälder und Ozeane mehr CO2 aufnehmen als gedacht. Liebe Kollegen, wir reden hier über komplexe mathematische Modelle, Differentialgleichungssysteme, GCMs. Man sieht an diesem Beispiel sehr gut, dass selbst kleinste Fehlerannahmen am Anfang die Prognose massiv verändern. Machen Sie hier endlich Ihre Hausaufgaben, bevor Sie unsere Industrie und das aufkeimende Pflänzchen der Digitalisierung wegen eines Märchens zerstören. Der Antrag der FDP zu diesem Top ist im Übrigen ebenso falsch, das erübrigt die Debatte. Was wir nicht brauchen, ist hier Ökosozialismus. Was wir brauchen, ist eine freie Marktwirtschaft. Dann klappt das auch mit der Digitalisierung. Wir lehnen beide Anträge ab. Danke.